Herzlich willkommen bei The Undateable Podcast. Heute im Collabcast Folge 1 Red Flags. Heute mit dabei die Jenny. Moin, moin. Und die Annie. Hallo. Heute mal zu dritt. Schön, dass ihr da seid. Mega. Ja, wir haben heute mal ein neues Format. Collabcast. Das bedeutet, dass wir einmal unseren Solocast haben, wo immer nur eine Person zu hören ist. Duocast, wo immer nur zwei Leute mit dabei sind. Und wir wollten jetzt nicht dann sagen, so Triple Cast und so weiter, sondern wir haben dann den Collabcast, ja, wo einfach dann mehrere Leute mit bei sind. Wir wollten euch natürlich jetzt nicht zu viel zumuten hier, und das werden wir auf einem Maximum von 4 Personen dann machen. Sonst ist das, glaube ich, ein zu vieles Durcheinander. Ja, heute mit der Folge Red Flags. Ja, das ist so ein Ding von uns allen gewesen. Wir haben uns dazu entschieden, gemeinsam da, ja, also wir haben so ein Thema mal ausgedacht und dachten so, hey, Red Flags ist so ein richtig cooles Ding. Ja, wie fangen wir damit an? Also, wie ist das für euch? Habt ihr das schon so, also was sind für euch so richtige Red Flags? Vielleicht fängt Jenny mal an. Diese Augen kullern hier. Wir haben ja Stunden schon drüber gesprochen über das Thema, und ich habe mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber es gibt so Red Flags. Es gibt schon Red Flags beim Swipen, finde ich, wenn man sich so ein Profil anguckt, da irgendwas ist. Und meine totale Red Flag ist beim Swipen, wenn man so guckt, Sportfreak. Oh. Sowas, Fitness-Fanatiker und so, weil das weiß ich schon ganz genau, nö, nicht für mich. Das sind dann meistens auch die da so oberkörperfrei zu sehen sind und sich sehr viel präsentieren wollen. Genau. Ja. Auf allen Ebenen. Ja, aber ich denke so, wo du zwischen Fahrradfahren, Segeln, Basketball, Brunnengraben und Surfen, wo noch Zeit findest, auf einen Kaffee? Weiß ich nicht. Ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Also Red Flags, finde ich, ist so ein richtiges Thema. Es existiert, das würde ich schon mal sagen. Weil ich glaube, es hat jeder so Sachen, die er gut findet und die er überhaupt nicht gut findet. Und im Vorein auch für sich, sag ich mal, einzuordnen, was sind so Sachen, die man auf jeden Fall gar nicht haben möchte, ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. So, es grenzt ja dann auch so ein bisschen die Suche ein. Das klingt immer so ein bisschen. Ja, plötzlich fertig, ne? Geht ganz schnell. Aber ja, doch. Ich glaube, ich würde sagen, bei mir ein Red Flag. Boah, ist für euch ein Aussehen schon ein Red Flag? Könnte man das damit mit einordnen, zu sagen, so, hey, so, oder ist es eher ein Verhalten? Würdet ihr sagen, Red Flags sind eher Sachen, so Verhaltensweisen? Eher Verhalten. Ja. Also ich finde, Verhalten ist eine größere Red Flag, aber nichtsdestotrotz, du sagst ja selber schon, Jenny, dass du beim Swipen schon Red Flags hast. Ich würde auch sagen, das Aussehen zählt da auch mit rein, also, aber ist vielleicht eher unwichtiger, wenn die Verhaltensweisen dann in Ordnung sind, aber ich würde auch sagen, dass auch beim Aussehen Red Flags manchmal auftreten. Dann habe ich nochmal eine Frage. Also wäre das dann so im Laufe einer Beziehung zum Beispiel, jetzt habt ihr einen Typen an der Seite, sag ich mal, schön langes Haar, jetzt, ne, so, schön, dass ihr lacht, ja, warum? So, richtig schön langes Haar mit Zöpfchen und so. Und jetzt kommt er nach Hause, hat übelste Glatze geschoren und dann sagst du, oh, Red Flag. Das geht gar nicht. Wo sind meine schönen Haare hier hin, die ich an dir geliebt habe? Also ist das schon eine Sache, die mit zu Red Flags reinzählt? Oder sagt ihr, nee, Red Flags sind wirklich so, ja. Also ich zum Beispiel würde denken eher so, dass Red Flags Sachen sind, wie jemand sich nur verhält, so beziehungstechnisch. Wenn jemand sich jetzt aussehensmäßig verändert während der Beziehung zum Beispiel, ist das für mich keine Red Flag. Nein, das ist in Ordnung. Das ist eher sowas wie, ich will nicht, dass du alleine losgehst oder, nee, das gar nicht, sondern eher so, du darfst nicht. Ah, sowas, so eine du darfst nicht einen kurzen Rock anziehen oder, Ja, oder auf die andere Schiene, ich würde es nicht gut finden, wenn du das machst,
und du selber denkst, naja, dann ist es ja, also du würdest es nicht gut finden, aber verbietest es mir nicht, aber kriegst dann im Umkehrschluss wieder die Breitseite, weil sich das Verhalten dann dementsprechend einfach verändert und die Person dann abweisend ist, zickig ist. Das ist interessant. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich würde nie aktiv was verbieten und sagen so, ey, du darfst nicht feiern gehen zum Beispiel. Ne? Es bringt so. Ja auch nichts. Genau, aber im Umkehrschluss möchte ich ja trotzdem aber Sachen sagen können, die mir gefallen oder nicht. Ich würde nämlich tatsächlich schon sagen so, ey, ich würde es nicht gut finden, wenn du feierst, also wenn das Thema Feiern jetzt wäre, ne? So, ich würde sagen, oh, ich würde es nicht cool finden, wenn du feiern gehst. Das ist nicht so meins. Was ja nicht gleich bedeutet, dass ich dann sage, so, ja, okay, dann ist Schluss, oder ne? Das ist für mich so ein Cut. Dieses darf's nicht ist für mich so, es gibt mir ja oder nein. Das andere ist ja etwas, was man dann trotzdem, dann könnte man ja trotzdem feiern gehen, aber man weiß halt, dass der Partner das nicht so cool findet. Für mich kein Abbruch der Beziehung, aber eine Sache, wo man dann darüber sprechen könnte und einen Kompromiss finden kann. Also ich finde immer dieses, ich finde es nicht gut, ist trotzdem das Mitteilen, aber dennoch kein krasser Cut zu sagen, darfst du nicht. Weil so kann man noch so eine Option offen lassen und vielleicht einen Kompromiss finden. Ja, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Wenn man einfach nur miteinander kommunizieren kann und sagen kann, ich finde das nicht gut und man findet dann einen Kompromiss und man spricht darüber und man kann trotzdem noch auf einer normalen Ebene miteinander sprechen, das ist ja eine Sache. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich finde das nicht gut, dass du feiern gehst und das von mir aus auch sachlich irgendwie präsentieren würdest, und dich dann aber total abweisend verhältst und so. Also es ist ja dann immer noch so eine Frage, wie, also nur weil man was nicht gut findet oder und das dann kommuniziert, wie reagiert man dann trotzdem weiter, wenn man vielleicht in dem Moment noch keinen Kompromiss gefunden hat? Also inwiefern verändert sich das Verhalten? Ich finde, das ist dann immer so ein bisschen die Frage. Ja, das kann ich nachvollziehen. Jenny ganz eingemurmelt hier. Ihr könnt mich alle mal, das ist, ich sehe das ganz anders. Ja, Alter. Wahrscheinlich bin ich dafür schon zu lange Single. Wenn jemand sagt, so, ich finde das nicht gut oder ich möchte das nicht, hat das für mich im ersten Augenblick so einen negativen Beigeschmack der Manipulation. Aber dafür bin ich einfach wahrscheinlich zu lange Single und zu lange aus Beziehungen raus. Aber das ist auch gar nicht das Thema gerade, das wir haben. Habe ich auch schon gedacht. Stimmt, aber es war jetzt irgendwie, das hat wir so super reingepasst gerade. Der kleine Exkurs. Wir sind aber, bei Red Flag. Aber da habe ich noch ganz kurz eine Frage zu, weil wir jetzt schon dabei sind. Manipulation, sagst du? Also das manipuliert dich, wenn man dir sagen würde, so was man gut und was man nicht, also. Ja, es ist ganz häufig so, dass Menschen versuchen, einem ein schlechtes Gewissen zu machen damit, in dem, wie sie es sagen. Wenn man in einer Beziehung ist und darüber spricht, dann ist das was ganz anderes. Aber dann ist das ja auch eine Red Flag dann. Genau, aber ich finde so gerade so in Dating-Geschichten, wenn man jetzt sagt, man ist in der Kennenlernphase oder so und dann kommt sowas mit, ich finde das nicht gut oder das solltest du nicht machen, finde ich manipulativ. Ach, krass. Ich finde das sogar ganz wichtig, ganz am Anfang auszusprechen, was man gut findet, was nicht, weil ich finde, eine Red Flag für mich ist so, wenn jemanden kennenlernst, und nach 2 Monaten ist die Person ganz anders. Das ist eine Red Flag auf jeden Fall. Das ist eine riesen Red Flag. Das ist aber auch schon vorher irgendein Blinklicht, oder nicht? Genau, das ist ja nicht mehr nur eine Red Flag, das ist ja schon ein Blinklicht vorher. Genau, aber das weiß man ja immer vorher nicht. Ne? Das ist das Schlimme. Deswegen finde ich das eigentlich ganz vernünftig, zu sagen, so, hey, guck mal, ich stelle mir eine Beziehung so und so und so und so und so vor, weil sonst bringt das für mich nichts. Und dann ist es nicht manipulativ, denn ich möchte ja nicht, dass du dich dann veränderst, sondern ich möchte ja herausfinden, ob du auch so denkst. Wenn du jetzt denkst, aber okay, ich muss das jetzt also lieber lassen, weil sonst mag er mich nicht, ist das eher, finde ich, jetzt dein Problem, dass du dich verändert hast und nicht, weil ich dich verändern wollte. Ne? Sondern ich will ja nur aussprechen, was ich mag und was nicht. Es kommt auch auf den Ton an. Ja, das, da gebe ich dir 100% recht. Also es gibt ja solche und solche, die das machen. Das stimmt. Ja, man kann ja auch vernünftig miteinander reden, dafür bin ich ja, da bin ich ja immer so ein Fan von. Ja. Was war das? Ja, nee. Ja, Red Flags. So, findet ihr in der Beziehung, also es gibt ja, oh, ich habe das mal in so einer Sendung mal gesehen, so eine Serie war das. Da wird dann so zwischendrin, wenn man so in der Partnerschaft ist, dann sagt die Partnerin oder der Partner dann plötzlich so Red Flag, so dieses drauf hindeuten oder hinweisen,
dass das jetzt eine Red Flag gerade ist. Findet ihr das sowas in Ordnung, dass man das so nach außen hin auch trägt? Oder sagt ihr so, ah, nee, das. Wenn, dann sage ich lieber, hey, guck mal, das gefällt mir nicht und nicht hier so ein Alarmzeichen geben. Wie ist das für euch, Annie? Ich habe gerade schon den Kopf geschüttelt, das konnte jetzt keiner sehen, aber ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich finde, also eine Red Flag ist ja irgendwas, was ich persönlich habe oder wo bei mir persönlich irgendwie die Alarmglocken angehen. Wenn man jetzt in einer Beziehung ist, dann ist es ja, also ich finde, da musst du nicht mit einer Red Flag wedeln und sagen, das ist eine, sondern da kann man ja bestenfalls vernünftig miteinander reden und sagen, du, das, was du da jetzt gerade gemacht hast oder wie du dich verhalten hast, was du gesagt hast, das passt mir jetzt nicht. Da muss man, also natürlich kann man das auf eine ironische Art und Weise machen, aber ich finde, grundsätzlich ist ja eine Red Flag eher irgendwas, was ich mir persönlich irgendwie, wo ich mir persönlich Gedanken drüber gemacht habe oder die ich, ja, was ich dann als Red Flag im Zweifelsfall anerkenne. Ja. Also, weißt du? Wisst ihr? Ja, doch. Verstehe ich. Also, ja, wie gesagt, für mich, Red Flag ist eher so ein Verhaltensding, was mir anzeigt, was so, ich sag mal, ja, eine kommende Beziehung gefährden könnte, aber auch während einer Beziehung, sag ich mal, auftauchen kann und mir so ein Zeichen geben kann, dass das absolut gerade in die falsche Richtung geht. So, ich würde es auch nicht betiteln und sagen so, ey, also jetzt haben wir hier aber eine Red Flag, jetzt müssen wir reden, sondern ich würde es auch lieber ansprechen und sagen so, hey, guck mal, das und das hat mir jetzt nicht gefallen, da müssen wir uns mal hinsetzen und mal drüber quatschen. So, gibt es in eurer Vergangenheit irgendeine Red Flag, die ihr so mal aufzeigen könnt und sagen könnt so, ey, das ist mir passiert, da habe ich direkt daran gedacht und gesagt, boah, ey, das geht gar nicht, Jenny? Was zum Steck dich so hinter dem Mikrofon, so, zum ey. Ball zum Ja, genau. Zuwerfen. Redepart. Ja, bestimmt gibt es da was. Ich finde, eine Red Flag für mich ist immer in Dating-Phase Desinteresse. Ja, das wäre auch mein Punkt Oder? gewesen. Ja, da bin ich raus. Ja. Da bin ich sofort raus. Ja. Wenn sich jemand zu Anfang nicht für einen interessiert, weg. Bringt nichts. Wenn du dann Wird irgendwann nicht so besser. Stunden später mal eine Antwort Ja. kriegst oder Tage später dann so, okay, nee, sorry, es ist eine absolute Ja, Red Flag ist. weg. Wie ist so? Absolute Schwäche. Aber ist das dann, also wenn die Person sich erklären kann und sagen kann, so, hey, guck Nein. mal, auch nicht. Wenn du nicht mal. Nee. Also, Nein, nee. weil das Thema hatten wir schon mal, ne? Selbst wenn du auf dem Klo sitzt, ne, hast du 10 Sekunden Zeit, mal eben zu antworten. Und wenn dann so gar nichts kommt und so ein Desinteresse ist, ne. Was passiert, wenn die Person einfach mal krank geworden ist? Ja, übelste Erkältung, sitzt Ja, dann dann kann da. er sagen, ich bin krank geworden, ich melde mich dann. Richtig, und wenn er Okay. sich beide Hände gebrochen hat, Ja, dann dann kann er mit kann er der mit der Nase Nase tippen. tippen. So. Ich merke schon, Es ich sitze gibt hier da genau in der keine Entschuldigung. Das war klar, dass das Mitte. kommt. Das wusstest du doch. Ich hatte das Thema gerade am Wochenende mit einer Kollegin oder am Anfang der Woche und habe dann auch gesagt, ja, und so, ne, der meldet sich nicht so wirklich und Kommunikation ist ja schwierig mit so jemandem und so, naja, Red Flag und so. Und dann sagt sie zu mir, du, es gibt auch Leute, die nicht 24 Stunden am Tag am Handy sitzen. Ja. Ja, aber trotzdem, wie immer, sitzt ihr auf dem Klo, steht ihr an der roten Ampel, sitzt in der Bahn. Es gibt immer Zeit zum Antworten. Und wenn jemand einen mag, dann antwortet Ich wollte man gerade auch. sagen, das hat ja auch irgendwas mit Prioritäten einfach zu tun. Und wenn mir das jemand, also wenn mir jemand wichtig ist oder ich jemanden kennenlernen möchte und ich mir da was dran liegt, dann nehme ich mir die Minute Zeit. So, also ne, Zeit haben und sich Zeit nehmen ist ja auch immer noch mal ein Unterschied. Aber woran kennt man denn gleich am Anfang, ob man jemanden mag oder nicht? Also das ist ja immer diese Schwierigkeit dahinter. Man hat jetzt, sagen wir mal, so ein Hallo rausgehauen, dann kommt ein Hallo zurück, dann kommt vielleicht mal so eine ja, Standardfrage so. Und die wird jetzt beantwortet. Und dann kommt kurz nichts. Das ist ja nicht meine Priorität, weil ich kenne die Person, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich die jetzt so mega mag oder nicht, weil wir haben gerade mal zwei Sätze miteinander Aber geschrieben. dir ist es ja dann anscheinend auch nicht wichtig genug, also die Zeit da rein zu investieren, die Person kennenzulernen. Wenn du nicht mal am Anfang eine Minute irgendwie, also ich rede jetzt nicht davon, das muss Schlag auf Schlag die ganze Zeit hin und her gehen, aber Das ist meine Frage auch eher so, dieses, ab wann ist das Problem, sage ich mal? Ab wann ist das Interesse da für euch jetzt? Ist das jetzt, ich muss geschrieben haben, in der Stunde muss er geantwortet haben, oder? naja, ich denke mal. Ich weiß nicht, ob das ein Frauending ist, aber man merkt ja schon ziemlich schnell, ob da irgendwie der Vibe da ist. Auch vom Schreiben Würde ich her. auch sagen, ja.
Total. Weiß weil wir lesen ja nicht nur das, was der schreibt, sondern wir lesen ja auch alles andere drumherum. Und da hat man halt ein Gefühl für. Und wenn da nicht so und viel... unsere Freundinnen. Ja. Alle. Da wird sehr viel reininterpretiert. Das merkt man schon. Und wenn dann immer nur so kommt, so hey, und dann schreibst du hi oder na und wie geht's und so, und dann weißt du schon so, ey, ja, das wird nicht viel hier, ne? Da wollte ich tatsächlich auch mal eine Folge drüber machen und da bin ich auch echt ganz froh, wenn wir das vielleicht mal zu dritt schaffen. Gerade so Opener und das, ich finde sowas immer todesschwierig so, weil ja, heutzutage ist ja so, man datet ja viel mehr über Dating-Portale und ja, ist schon was anderes dann, ne? Weil dann kommt so eine Schwierigkeit, man weiß ja gar nicht, was man sagen soll, aber möchte ich auf jeden Fall in einer anderen Folge mal breittreten gerne. Ja, vielleicht kann man das mal ganz kurz aufnehmen, so an die Zuhörer, vielleicht habt ihr ja mal so richtige Banger-Pickup-Lines, die ihr uns mitteilen könntet. Das würde mich zum Beispiel richtig doll interessieren. Oder was ist so die schlechteste, den schlechtesten Spruch, den ihr jemals irgendwie vielleicht beim Online-Dating oder so bekommen habt? Top oder Flop? Ja, ja, das könnte man dann sogar mal als Vote machen, ne? Also so anonym mal so, guck mal, wir haben jetzt mal so eine Line bekommen. Das würde und dann so Hop oder Flop. Top oder Flop, Hop oder Flop. Ja, nee, aber da denke ich mal, ist da viel noch Potenzial hinter, was man da mal besprechen könnte. So, jetzt sind wir immer noch bei den Red Flags. Annie, wie ist das bei dir? Was ist deine richtige Red Flag, wo du sagst, so, boah, da werde ich auf jeden Fall aufmerksam? Also jetzt, klar haben wir gehört, dass du sagst... Ja, Jenny, den Joker weggeklaut. Ja, schon so ein bisschen. Das wäre so meine absolute Red Flag tatsächlich. Ja, wir haben da vorhin ganz kurz nochmal so drüber gequatscht, was ich auch gar nicht so kann, ist dieses Pick-Me-Gehabe, also so ein, dieses... Ja, etwas schreiben, um komplett einfach, um dann die Bestätigung zu bekommen und so Komplimente zu erzwingen, sage ich mal, oder sowas alles. Weil wenn ich ein Kompliment machen möchte, dann mache ich das, weil ich das sagen möchte und nicht, weil jemand sich so klein gemacht hat in seinen Nachrichten, damit ich das Gefühl, also und ich denjenigen dann mit meinen Nachrichten aufbauen muss. Also das kann ich zum Beispiel auch gar nicht haben, dieses sich künstlich klein machen und dieses Getue dann irgendwie, da, nee. Finde ich ganz schlimm. Die Gefahr, die ja dabei besteht, ist ja, dass man sich ja oft dann denkt so, boah, wird die Person das immer so machen? Ist das so der Charakter von der Person so? Ist die immer so, dass die Person immer so solche Sachen sagt, damit ich ankommen muss und wie kommt sowas auch mal zurück? Ne? Naja, also ich finde ja kein Problem daran, jemanden Komplimente zu machen. Ja. Aber kommt dann das auch mal zurück? Oder ist das immer so ein oh, ich saug das richtig aus, ne? Also ich saug die Person aus und möchte immer nur hören, wie toll ich bin und bla. Ich glaube, sowas ist super. Das wäre für mich dann auch tatsächlich mal eine Red Flag, wo ich sage so, boah, ich möchte nicht immer nur der dieser Antrieb sein. Ich möchte nicht der Antrieb sein, der sagt, hey, so und so und du bist toll und bla. Ich möchte schon irgendwo mal von der Frau auch ja, so ein bisschen Action sehen, so, ne? Dass ich merke, so, hey, die gibt sich Mühe, so, ne? Da kommt mal was rüber. Die macht sich Gedanken und hat auch mal selber eine Idee. Ja. Ja, und ist ja aber wahrscheinlich auch einfach ein besseres Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dass die Person das halt von sich aus gesagt hat und nicht, weil du das irgendwie eingefordert hast, oder? Ja, unbedingt. Also ist ja viel ehrlicher, wenn die Person das so von sich aus wiedergibt, was sie gerade denkt, empfindet, was auch immer, als wenn du das irgendwie so ein bisschen erzwungen hast durch das, was du gesagt hast. Das ist ja genau das. Das beste Beispiel ist ja so, sag ich mal, wenn du da, keine Ahnung, machst dich fertig für ein, ihr geht, keine Ahnung, wollt ihr euch irgendwo treffen oder irgendwo hingehen, was essen. So, Frau kommt aus dem Badezimmer raus, hat da ordentliche Arbeit geleistet, ne, 2-3 Stunden hat die da gekleistert und so und gemalert. Grundsaniert. Genau. Und dann kommt die raus und dann sagst du von selber aus so, boah, sieht aber schick aus. Oder gehst an der Frau vorbei und sagst, oh, du riechst richtig gut. Ich finde sowas immer richtig wichtig, das auch mal zu sagen. Das mache ich auch nicht, um dann zu sagen, so, oh, jetzt habe ich mir was Nettes gesagt, sondern es kommt einfach bei mir raus. So, ne? Also dieses, ich merke das und ich möchte das gerne mitteilen, so, weil ich finde das toll und freue mich sogar auch darüber, ne? Wenn jemand schick aussieht, gut riecht oder auch nett ist zu mir oder das Verhalten an sich, wenn ich das Verhalten mega cool oder wurde was gekocht, schmeckt lecker, ja, dann sage ich das total gerne, weil... Ich möchte vielleicht ja sowas nochmal essen. Ne? So,
Aber ich finde es schlimm, wenn das nur auf einer Seite ist. Oder wenn man die ganze Zeit ankommen muss und sagen muss, und wie sehe ich aus? Ist das schick? Kann ich so gehen? Ja, es ist gut, wenn das mal automatisch kommt. Also wie du schon sagtest, Annie. So, einfach mal raushauen und von alleine darauf kommen. Ja, das ist, glaube ich, schon, was für mich wichtig wäre, ja. Ich habe noch eine Red Flag. Lügen. Oh. Also jetzt mal was ganz Banales. Also, ja, der Standard, ne? Der Klassiker. Sorry, aber wer mich gleich irgendwie zu Anfang meint, also anlügen zu müssen, kann irgendwie, also weiß ich nicht. Für immer, also für alles immer eine Ausrede oder so. Oh, das ist auch schwierig. Anstatt dann, was weiß ich, irgendwie ehrlich zu sein? Nee. Hm. Ist euch das schon mal passiert? Ja, klar. Ja, natürlich. Die Frage ist eher so, wann waren die denn mal ehrlich? Also das ist so ein wirklich mal häufig. Oh Gott, du Arme. Und doch, also jeder lügt doch. Das müsste ja gar nicht so bedeutende große Lügen sein, aber um zu gefallen, glaube ich, gibt es ganz oft Menschen, die das machen. Ja, bestimmt. Doch. Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Es gibt ja gibt eine coole Serie, die ich wirklich absolut feiere und immer, ich will das jetzt mal nicht raushauen hier, aber da sagt er immer einen bestimmten Satz. Und zwar, jeder Mensch lügt. Dieser Satz, ne, ich finde den so Bombe, das trifft einfach alles, denn ich habe auch das Gefühl, jeder Mensch lügt. Nicht bewusst immer, nicht immer unbedingt um was, sag ich mal, aus Böswilligkeit, manchmal ne, auch zum Selbstschutz, aber ja, es ist tatsächlich so. Ich habe auch schon mal gelogen. Ne? Muss jetzt nichts Beziehungsmäßiges sein, aber es gibt auch diese Notlügen, wie man immer sagt. Im Endeffekt, eine Lüge ist ja eine Lüge. Ne? So, das ist dasselbe, wie oft ja, das ist so ein Klassiker, ne? Man verabredet sich und dann boah, merkst du im Laufe des Tages irgendwann so, boah, ich habe gar keinen Bock. Also, sag mal, ey Mensch, ich muss los, weil, keine Ahnung, oder besser noch, warte, schöneres Beispiel, das kennen wir alle, pass mal auf, in der Schule, ja Mensch, sag mal, hier, Hannes, was denn hier mit deinen Hausaufgaben? Ja, die hat der Hund gefressen. Ne, Notlügen, die ist das. Jeder Mensch lügt, ja, finde ich, das ist echt krass, ja, das ist eine richtige Red Flag, ja, wie konnten wir jetzt das eigentlich die ganze Zeit so verdrängen, also Fremdgehen, Lügen, ja. Allgemein dieses Unehrlichsein. Ja, Kinderschubsen. Ne? Also, wo kommt der denn jetzt her? Kinderschubsen oder wenn einer sagen würde, ich mag keine Tiere. Oh, das finde ich eine Red Flag? Ja, finde ich schon. Echt? Ja. Krass. Hast du Haustiere? Darf ich das fragen? Hast du Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Oh. Ich mag keine Tiere. Okay, ich komme auch in der Red Flag raus. Und klasse. Nein, ja, ich finde schon, weil das weist so auf so einen Charakter hin, finde ich. Wenn einer sagt, ich mag keine Tiere. Ich meine, wer mag denn keine Tiere? Jetzt essen oder? Das auch. Nein, aber echt jetzt? Also das ist für dich eine Red Flag? Das wäre für mich auch eine Red Flag. Nee, da wäre ich also, im ersten das ist genauso der Stand, wenn einer sagt, er wäre nicht... Also was man... Man sucht ja selber irgendwas. Man hat ja selber Attribute, wo man sagt, möchte ich schon gerne, dass mein Partner die hat. So zum Beispiel familiär und sozial gut eingestellt, sowas. Treu. Zum Beispiel treu. Und wenn da jetzt zum Beispiel schon was stehen würde im Profil oder man schreibt miteinander und er sagt, untreu. Ey, meine Eltern wohnen 500 Kilometer weit entfernt und ich habe sonst auch so keinen Draht zu meiner Familie, dann würde der für mich als Partner gar nicht in Frage kommen. Das ist dann für mich eine rosa Flag. Gibt's auch rosa? Rosa Flag? Ja. Okay. Vielleicht nicht so direkt so rot leuchtet, wo du denkst, nimm die Beine in die Hand und lauf. Ja. Was das Zeug hält, sondern eher so, nö. Ein Ausschlusskriterium eher. Zum Beispiel. Das ist, glaube ich, aber, das ist, glaube ich, ist das, kann man das sagen, eine Red Flag ist ja eigentlich schon eher was Extremes, ne? Wo man sagt, oh, ich will nicht, das geht nicht, um Gottes Willen. Ne? Wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich bin so ein Mensch, der, keine Ahnung, sehr gerne kontrolliert. Boah, da zum Beispiel wäre ich raus. So ein Sherlock Holmes als Freundin oder so. Oh Jesus.
Das könnte ich nicht. Also, stell mal vor, da kannst du ja gar nichts mehr machen. So, oder, ja, ich, ja, sag mal, du gehst jetzt nicht gern feiern, ne? Aber lernst dann jemanden kennen und sagst, boah, ja, ich bin jetzt jedes Wochenende richtig besoffen und zieh da durch. Oder anders noch gesagt, lernst jemanden kennen und sagst, boah, ja, ich, Wochenende, dann schaller ich mir schon gerne mal ein paar Pillen rein oder irgendwas, ne? Nämlich ordentlich Drogen. Ja, Drogen zum Beispiel, das wäre total Red Flag. Ja. Für jemanden vielleicht, der auch am Wochenende feiern geht und Pillen schmeißt oder ähnliches, ist das natürlich keine Red Flag, aber wäre für mich absolut, total, ist gar nicht meine Welt, habe ich gar nichts mit zu tun, bin ich, also Und was mir auch eben noch so eingefallen ist, so ein bisschen auf gleichem Intelligenz, also so, dass man sich zumindest unterhalten kann. So ein Level, ne? Ja, also wie gesagt, ich halte mich so man unterhalten kann? Nee, ja, aber normal unterhalten kann und nicht, dass ich so denke, okay, ich muss die Person jetzt kommen, also das Leben erklären, so ungefähr. Ja, weißt du, sondern nur, beim Reden. Oder auch mal so ein, dass man auch mal einen Witz machen kann und der am Ende auch verstanden wird. Das ist auch immer so ein Ding, ne? So, wenn man auf einem Level spricht, so das finde ich auch, ist irgendwo wichtig, dass man sich verstehen kann. Ja. Also, das mit den Witzen ist immer so ein schwieriges Ding, muss ich sagen. Das ist ja auch ein bisschen so, in welcher Bubble man ja so lebt, so mit welchen Leuten, ne? Es gibt ja so, zum Beispiel so ein Gamer-Jargon, so, da hau ich mal was raus, wenn ich euch jetzt da irgendwie was erzählen würde, ich glaube, das würdet ihr gar nicht witzig finden, weil ihr es gar nicht kennt. Aber wenn ihr das kennen würdet, dann würdet ihr auch drüber lachen können. Ich glaube, das ist dann so ein gewisser Austausch, den man erstmal machen muss. So ein kleiner Prozess, so, dass man sich so, ich sag mal, synchronisiert oder so, ne? So auf ein Level kommt. Ja, also Intelligenz ist, finde ich, auch eine wichtige Sache. Leider Gottes habe ich das Gefühl, dass viele ihre Intelligenz anders einschätzen. Ja, aber ja, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, ich hätte auch ein Problem damit, wenn jemand wirklich extrem dumm ist. Nee, aber auch extrem intelligenter ist als ich, weil ich mir dann sehr dumm vorkommen würde. Ja, also würd dann, ja, stimmt, das kann natürlich auch sein. Ne, dann immer wieder kleine Dulli. Habe ich aber mal gehabt. Einer, der mich die ganze Zeit belehrt hat. Falls du zuhörst, schöne Grüße. Also, Shots fired hier. Kommt nicht gut an. Ja, das mache ich auch nicht. So, ja, genau. Das, böse, böse, böse. Oh, Red Flag, wenn mich einer nicht ernst nimmt. Das hatte ich letztens auch. Ich war in einem Date und dann habe ich so erzählt von meinem Job und sowas. Und dann wurde das so belächelt. Und dann so, ach so, ja, machst du dies, das und jenes. Aha, ganz toll. Oh mein Gott, ja. Oh, und ich denke so, Digga, ja, klar, aber damit verdiene ich mein Geld und ich liebe meinen Job. Und der sitzt den ganzen Tag vor dem PC und guckt sich Zahlen an. Finde ich auch nicht geil. Ja. So. Aber dann egal. Das Konto ist, also. Aber das war so, egal was ich dem erzählt habe, der hat das dann immer so abgetan. Oh. Und ne, dann denke ich so, okay, das ist irgendwie mangelndes Interesse. Wo wir dann wieder bei dem Thema wären. Sofort wieder bei Desinteresse. Es gibt so einige Sachen, die sich immer wieder so kreuzen, ne? Und auch gleichen. So viele Themen, finde ich, die findet man in anderen Sachen auch wieder. Ne? So gerade dieses Desinteresse und alles. Das, ja, da ist schwierig. Boah, das, ich denke auch, Red Flags, die entwickeln sich auch irgendwie. Also je mehr man datet oder Leute kennenlernt oder so, desto mehr festigen sich die vielleicht auch einfach. Mhm. Dass man sagt so, wenn man irgendwie eine schlechte Erfahrung mit jemandem gemacht hat und denkt so, okay, dann kommt der Nächste und denkt so, nee, nicht schon wieder. Ja. Totale Red Flag. Ja, was weiß ich. Was weiß ich, hält das Messer mit der linken Hand oder so, kann ja auch sein. Aber ist das wirklich dann, also ich glaube nicht persönlich daran, dass das immer alles ein Erfahrungswert unbedingt sein muss. Denn du musst nicht unbedingt viel gedatet haben, um zu wissen, was dir ja gefällt. Das kann dir auch mittendrin auffallen, wenn ich in einer Beziehung bin und merke so, hey, guck mal, das triggert mich jetzt aber. Im Laufe der Zeit, dann ist es eher etwas, worüber ich sprechen muss. Es muss nicht etwas sein, was ich schon tausendmal gesehen habe, sondern es kann auch sein, dass ich das tausendmal bei dir sehe. Und dann es mir auffällt und ich merke, hey, das ist etwas, ich glaube, ich habe mal, ne, mittlerweile, das stört mich, das gefällt mir nicht. Wie du schon sagst, sagen wir mal, du isst, gutes Beispiel, kennt ihr das? Mit der Gabel und dann mit den Zehen draufbeißen und dann einmal so abziehen. So, oh, eine Gänsehaut, wenn ich drüber nach. Aber das ist doch keine
Red Flag. Ja, es ist auch nur ein Beispiel. Ja. Ne? Also, aber das wäre jetzt etwas, da muss ich auch nicht mit 20 Leuten essen gewesen sein, um zu wissen, oh, ah, doch, das stört mich. Wenn ich dann jemanden kennenlerne, der dürfte das nicht machen. Sondern das ist eine Sache, glaube ich, die sich einfach entwickelt in der Erfahrung für sich selber. Ne? Und das muss nicht mit mehreren Personen abhängig davon sein. Deutsch ist übrigens super. Also. Aber ich finde, also ich habe gerade noch mal kurz für mich versucht zu überlegen, wie ich eine Red Flag an sich definieren würde. Und ich finde, also so von meinem Verständnis her oder so, wie ich da jetzt gerade drüber nachgedacht habe, ist eine Red Flag für mich einfach etwas, das möchte ich nicht so, also das möchte ich nicht akzeptieren. Also da kann ich nicht mit leben. Und wenn du jetzt sagst, da zieht jemand die Zähne über die Gabel, ja, wenn er das machen möchte, dann soll er das machen. Aber das ist was, da könnte ich drüber hinwegsehen. Wenn mich aber jemand permanent irgendwie nicht für voll nimmt oder sich nicht für mich interessiert oder mich anlügt oder was auch immer, das sind so Sachen, die möchte ich nicht akzeptieren. Da möchte ich mich nicht mit umgeben. Also das mit der Gabel war wirklich jetzt nur ein Beispiel, damit das so ein bisschen, um das nochmal wieder aufzunehmen. Ja, weil Red Flag ist, ich habe eben auch überlegt und gedacht, das ist eigentlich eine Red Flag, ist sowas, wo ich den Kontakt gar nicht mehr haben möchte. Ja, genau. Ne? Also das sind nicht Sachen, die mich so leicht stören oder so, wo man mal drüber reden kann, sondern wo du wirklich dreh dich um und lauf. Ja. Aber dann können wir vielleicht festhalten, eine Red Flag ist auch etwas, was sich ja auch dann auch entwickeln kann, oder? Also das ist, also eine Red Flag ist nichts, was im Vorrein da sein muss, um zu sagen so, ja, ich habe schon damit Erfahrungen gemacht und ich weiß ganz genau, das möchte ich nicht haben, sondern es kann ja auch im Laufe einer Zeit da kommen, dass man sagt, ich entwickle da ein Hass dagegen und das ist dann für mich eine Red Flag. Diese fragenden Gesichter, müssen irgendwann mal mit Video. Doch, habe ich tatsächlich auch, wenn ich so mal zurückblicke in die Vergangenheit, dann gibt es da schon Muster und Verhaltensmuster von Menschen, die sich schon zu einer Red Flag entwickelt haben. Und ich sage, wenn ich so einem nochmal über den Weg laufe, hätte der aber keinen Platz in meinem Leben. Weil dadurch entwickelt sich doch, glaube ich, auch erst eine Red Flag, weil dann merkst du ja so, das ist jetzt etwas, das möchte ich einfach auch in Zukunft nicht mehr haben. Weder bei dir jetzt, noch bei jemand anderen. Ja, ne? Richtig. Genau, das wollte ich damit sagen, also dass man nicht schon vorher wissen muss, was für eine Red Flag ist, sondern dass sich solche Sachen auch entwickeln können, zu merken, hey, das gefällt mir nicht. Dafür muss ich aber, wie gesagt, nicht 20 Dates vorher gehabt haben, sondern das kann ich auch als, keine Ahnung, bei meiner ersten Freundin oder mein erstes Date in meinem ganzen Leben, ich date mich mit einer, komme gleich am Anfang mit der zusammen, bin mit der 50 Jahre zusammen und kann auch im Laufe der Zeit ja irgendwann mal merken, das gefällt mir nicht, dieses Verhalten. Und ich weiß, ab heute weiß ich, okay, egal ob bei ihr oder bei jemand anderes, wäre das für mich ab jetzt eine Red Flag. Ne? So entwickelt sich das für einen. So, total. Das wollte ich damit nur sagen. Ja. Also dieses, nicht man muss es schon mehrmals durchgemacht haben, um zu wissen, dass man, also bei verschiedenen, mehreren Leuten, um zu merken, dass man das dann nicht mehr ab kann, ne, oder möchte. Sondern es geht ja auch schon so weit, dass man das bei einer Person gleich merken kann, in längerer Zeit, sag ich mal. Ja, und manche kommen plötzlich. Ja, manche Red Flags kommen plötzlich. Manche spawnen da einfach, genau. Die sind dann einfach schnell da. Findet ihr? Ja, doch, doch. Doch, ja. Ich glaube, das ist so die Geburt einer Red Flag. Kommt plötzlich. Day one, ja. Ja, so dass man vielleicht noch gar nicht wusste, dass man das nicht mag. Und dann kommt es einfach und du denkst, nö, das war's. Habe ich kein Interesse dran. Auf einmal, genau. Dass man diese Person dann auch gar nicht mehr sehen möchte und ab kann. Es ist ja, glaube ich, das Gleiche, wie wenn es einen Streit kommt. Ne? Also für mich ist zum Beispiel so eine Red Flag, ich möchte nicht geschlagen werden, genauso wenig wie ich eine Frau schlagen würde. So, das wäre sofort für mich so ein Thema, wo ich sagen würde, da gibt es auch kein Zurück so. Ne? Weil wo kommt das her? Warum machst du sowas? So, und wie willst du das entschuldigen und sagen, das kommt nochmal vor oder kommt nicht nochmal vor? Wie kannst du mir garantieren, dass wenn diese Hemmung gebrochen ist, dass das nochmal wiederkommen würde? Ne? Also das ist, glaube ich, auch etwas, das ginge gar nicht. Und das wäre dann für mich auch sofort ciao. Ja, sowas ist. Du guckst mich so böse an, gerade schlägst du mich gleich schon an. Nee, wieso soll ich? Nee, absolut nein. Aber aus dem Studio hier. Rausgeflogen. Nee. Ja, das, witzig. Also, umso mehr man ja auch darüber redet. Ich finde, dass gerade jetzt mal, ich muss jetzt einmal ganz kurz mal reingrätschen so und das sagen,
so ein Dreiergespräch ist schon ganz cool irgendwo, ne? Also da kommen immer mehr Ideen hoch und ich hoffe, das ist jetzt auch nicht alles zu durcheinander für euch Zuhörer, beziehungsweise für euch Datinger. So, so das jetzt, ja, unser erstes Mal, unser erster Dreier. und mal gucken, wie das bei euch ankommt. Ja, wie gesagt, ungetestet. Wir wollen ja auch gucken, dass wir immer mal neue Sachen machen für euch und möchten ja natürlich auch von euch Feedback haben. Da möchte ich auch gleich mal erwähnt haben, wir sind endlich auf Spotify. Juhu! Auf Amazon Music, auf Apple Music und auch auf vielen anderen Plattformen jetzt endlich da. Wir haben es geschafft. Wir hatten uns ja einen eigenen Meilenstein ein Ziel gesetzt und diesen Meilenstein erreicht und sind jetzt endlich mal überall zu hören. Da ist es jetzt derzeitig so, wir laden jeden Tag eine Folge hoch, bis wir YouTube überholt haben mit den Folgen, also bis wir auch gleich auf sind und ab da an wird es dann wöchentlich auf allen Plattformen inklusive YouTube immer am Sonntag 0 Uhr eine Folge geben. Dazu muss ich sagen, habe ich vergessen. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Wir haben ja mit YouTube angefangen und da haben wir gesagt, wir teilen das auf in Solocast und Duocast. Jetzt sind wir bei Collabcast. Ist wahrscheinlich auf den anderen Plattformen ein bisschen durcheinander, weil man sich immer so denkt, es geht ja immer so eine Folge nach der anderen. Wir haben das jetzt so geregelt, dass wir immer sagen, wir machen für jedes Format immer jeweils immer eine Folge und da wird dann immer eine Folge weiter hochgehen. Also wir haben dann den Release von Solocast 1, also Folge 1, Folge 2 und dann kommt zwischendurch mal Duocast Folge 1, dann geht es wieder weiter mit Solocast Folge 3 und so weiter und so fort. Jenny hier kräftig am Handy und schon mal am Stories produzieren. Feldforschung, nur für euch. Ja, wir wollten Danke sagen, liebe Datelinge, für diesen Meilenstein, den wir erreicht haben durch euch. Da wollen wir aber auch weiter anknüpfen. Wir wollen weitermachen, wir wollen mehr werden, wir wollen das Ganze ausbreiten. Wir sind auch offen für eure Ideen. Ich finde es auch mega cool. Wir haben schon Leute, die uns geschrieben haben, wie wir mit Grafiken besser arbeiten können, wie wir unseren Sound verbessern können. Es ist super lieb von euch. Ich wünsche mir auch weiterhin, dass ihr uns da weitere Tipps gebt, dass ihr eure Kritik auch gerne in die Kommentare setzt und dass ihr natürlich, wenn ihr Spaß an dieser ganzen Geschichte, an diesem Podcast habt, dass ihr das dann einfach auch weitertragt. Gerne auf den Plattformen wie Spotify, YouTube abonnieren, followen, teilen, kommentieren. Wir haben auch tatsächlicherweise bei den Streamingdiensten die Möglichkeit, dass ihr uns dort schreiben könnt, also so Antworten geben könnt. Ihr könnt sogar Sprachnachrichten dahinter lassen, das ist total witzig. Ihr müsst einfach mal schauen, dass ihr da auf den Link mit. Wir haben das einfach auch verlinkt für euch. Wir haben einen Linktree erstellt in der Videobeschreibung. Dort findet ihr natürlich alle Links. Da kommt ihr auf alles mit drauf. Könnt ihr euch euren Lieblings-Streaming-Dienst aussuchen. Heißt das Streaming-Dienst eigentlich? Nicht, dass wir hier wie Netflix oder so. Nicht, dass die denken, wir sind Piep! Hier auch. So, gerne auf den Link damit drauf gucken. Und uns auch dort folgen und anschauen, anhören. Abschließend kann ich sagen, Red Flag, das war jetzt mal ein cooles Thema. Vielleicht noch gar nicht so zu Ende und man könnte es irgendwann mal wieder aufgreifen oder zwischendurch mal in einer Folge mitverpacken. Das sind ja auch Sachen, die immer wieder mal wachsen. Mich jetzt persönlich würde noch mal interessieren, was sind eure Red Flags? Haut mal raus, was ist euch passiert? Gibt es da irgendwas, was wir vielleicht auch vergessen haben, worauf wir jetzt eigentlich hätten kommen müssen? Und falls ihr selber mal eine Story habt, die ihr uns mitteilen wollt oder mit uns hier besprechen wollt, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Alle Kontaktmöglichkeiten, die es gibt, haben wir in der Videobeschreibung für die Leute, die das auf anderen Streamingdiensten anhören. Ihr dürft uns gerne unter undatablepodcast@gmail.com eine E-Mail schreiben. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram, das wiederum, ne, findet ihr in der Videobeschreibung.
Und ja, gibt es noch was hinzuzufügen? Habt ihr noch was zu sagen, Mädels? Nö. Ja. Wir suchen weitere Red Flags. Wow. Wir finden Red Flags. Die finden uns. Ja. Oh no. Ja, dann ja, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut. Für euch da draußen, keep dating und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.